Oh, so. Dann wollen wir mal anfangen. Automa-Chef spielen wir mal wieder. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Ja, auf YouTube läuft übrigens aktuell Automa-Chef. Deswegen ist es eigentlich ganz interessant. Schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das mal an. So, mit Ton muss ich nur gleich gucken, weil der heute sehr unberechenbar ist. Ja. Ich wohne irgendwo zwischen einem Ort und Japan, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Das ist unwahrscheinlich. Schmeckt nach Meer. Hey, das ist der Spruch, den ich so gern mag. Der von meinem Onkel ist so. Der sagt ja immer, oder hat immer gesagt, der ist ja nicht mehr da. Der hat immer so gesagt, boah, das schmeckt irgendwie nach Meer. Und dann hat er mich mal angeguckt und hat gesagt, weißt du mal, was ich damit meine? Ich so, ja, nicht nach wenig. Und der so, nicht nach wenig. Genau, so hätte ich das nie erkannt. So viele Kinder, die hier rumlaufen, in der Brandung spielen. Ich erinnere mich kaum an meine eigene Phase als kleiner Mensch, weißt du. Ich war eine Weile im Militär, aber ich erinnere mich an nichts davor. Ich bin nur sicher, dass ich die menschliche Spezies immer so geschätzt habe. Aber die Vergangenheit ist unwichtig. Unser echtes Interesse gilt der aufregenden Zukunft. Und weißt du was, Freund? Wir sind so nahe dran, das etwas unfassbar Großes zu erreichen. In dieser Gegend sind Stromlimits weiterhin ein Problem, aber ich habe es geschafft, eine zusätzliche Stromleitung anzuhandeln, dank der mir wir mehr Maschinen einsetzen können. Aber wenn wir nicht vorsichtig sind, können wir noch mehr Stromausfälle auslösen. Heute steht eine gesunde Kombination auf der Karte, zusammen mit ein paar neuen Angeboten, die ich speziell für die Sorte Mensch entworfen habe, die darauf besteht, mich mit Digger anzureden. Das ist genau mein Humor. Eine extra neue Sache für Menschen, die ihn Digger nennen. Das gefällt mir. Oh, Alter, Alter. Ein scharfes BLT, ein großer Salat und ein Hühnersalat. Das ist ein dickes Menü, das kann ich euch sagen. Und dann brauchen wir noch den scharfes BLT und der große Salat einzeln. Naja. Also wir können das alles separat auch behandeln. Man könnte das so machen. Die kann ja nicht durchschwitzen über meinen Hund. Ich dachte vorher, das Wort kommt wo ganz anders her, aber anscheinend ist das doch aus Hamburg kommt das wohl. So aus dieser Richtung. Ja, wir könnten theoretisch, also wir hätten jetzt zwei Möglichkeiten. Also wir könnten das entweder jetzt so machen, dass wir halt drei verschiedene, ich sag mal, Bereiche bauen, die dann halt, ich sag mal, eins für das große Salat, eine für das scharfe BLT und eins für komplett das gesunde Familienmenü. Oder wir machen das so, dass, also am liebsten mache ich das halt so nach Bestellung. Das bedeutet, wenn ein zum Beispiel ein, und damit könnten wir, glaube ich, sogar auch den Wiederholer benutzen. Denn wir könnten sowas machen, wenn ein großer Salat bestellt wird oder wenn ein gesundes Familienmenü bestellt wird, wird automatisch dann ein Ding gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr werdet schon sehen, was ich meine. So, dafür brauchen wir das scharfe BLT und das große Salat. Den würde ich als allererstes machen. So, genau, fangen wir mal hier an. Dafür brauchen wir Salat, Möhre, Huhn, Tomate und Dressing. Also wir machen erst einen Salat. Okay, das muss einmal geschnitten werden. Das muss auch einmal geschnitten werden. Das andere muss zweimal geschnitten werden. Okay. Ja, und ich habe gleich noch was zu erzählen. Genau, bevor ich das vergesse. Das muss einmal geschnitten werden, zwei Sachen. Dann war noch irgendwas, was mit dem Hähnchen? Ah, und das muss auch einmal geschnitten werden. Aber das könnten wir eigentlich auch separat nochmal packen. Dann haben wir da nicht so Probleme mit. Und genau, und die Soße kommt auch nochmal einzeln. Obwohl, wir könnten. Ich habe sogar noch eine bessere Idee. Weil dann könnten wir das sogar ein bisschen separater behandeln. Geht das denn so? Nee, warte mal. Ja, wir können nicht alles halt in einen. Ah, warte, ich habe eine Idee. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können.
Ja, das gefällt mir vom Konzept auch. Kopieren. Genau, das eine muss schon vorher einmal geschnitten werden. Okay, warte. Genau. Und dann brauchen wir noch einen Grill. So. Wir wissen nie, was du meinst. Okay, das habe ich schon wieder vergessen. Aber das ist kein Problem. So. Nee, ich wollte noch was erzählen. Stichwort Energy. Prost übrigens. Also. Ich war ja Montag einkaufen und eigentlich wollte ich nicht einkaufen gehen, weil, ach doch, das war richtig. Weil ich ja gesagt habe, ich habe so viel zu tun gehabt und ich hatte halt keine Lust, halt dann noch irgendwo anders hinzugehen, ne? Stichwort halt einkaufen. So. Und dann habe ich aber gesehen, die hatten dort echt viele Angebote, dort, wo ich halt hin wollte. So. Salat, genau, und hier kommt Salat. Und darunter war halt auch Energy. Von einer, ja, wie soll ich sagen? Obwohl, ich glaube, von dem brauchen wir zwei, von dem Rest nicht, ne? So. Und von einer schon so größeren Marke, so, von dem zum Beispiel, wo ich jetzt auch gerade Energy trinke. Aber jedenfalls, die Sache ist halt, der war halt für, ich glaube, 79 Cent oder so im Angebot, also richtig, richtig billig. Habe mich total gefreut und dachte so, okay, dann gehst du halt mit. Das ist so einer der Hauptgründe, warum du mitgehst. Weil dann kannst du halt direkt gucken, so. Da kannst du halt direkt selber gucken, was die so haben und dann halt dir da so ein paar Sorten mitnehmen, ne? So. Geh dann dorthin, mach meinen Einkauf und die haben halt diese ganze Getränkesache so kurz vorm Ausgang. Ja, wisst ihr, was rauskam? Ich mache den großen Salat, ne? Ich mache gar nicht das Sandwich. Oder? Hühnersalat mache ich, okay. Ich mache den Hühnersalat und den Hühnersalat ist das Einzige, was ich einzeln machen muss. Egal. Jedenfalls gucke ich dann so. Und die haben einfach kleine Dosen. Hier in einer normalgroßen Dose ist 500 Milliliter. Ich glaube, in der kleinen war 250 Milliliter von 79 Cent. Ist billig. Aber die große Dose kostet im Angebot 80 bis 90 Cent. Also hätte ich, glaube ich, nur, sagen wir mal, 5 Cent vielleicht gespart oder sowas. Also höchstens 10 Cent für Angebote. Und hätte aber nur die Hälfte gehabt. Also, das Einzige, was ich halt cool fand, ist an so einer großen Dose, da trinke ich 2 Tage von. Da trinke ich 2 Tage von. Also würde sich das ja theoretisch lohnen. Aber warum kostet die Kleine dann so viel? Über den Tisch gezogen haben die. Nee, die hätten mich nur über den Tisch gezogen, wenn ich es doch gekauft hätte. So, nee, so weit kommen wir noch. Ich hab's nicht gekauft, natürlich nicht. Nee, ich habe auf jeden Fall das nicht gekauft. Weil ich das, wie gesagt, nicht einsehe, halt für so eine kleine Menge da hier mir das Ding zu kaufen. Bin doch nicht doof. Wo kommen wir denn da hin? So, Salatdressing brauchen wir. 50%. Anschluss. Zack. So. Ich glaube, wir brauchen 50 Milliliter. Aber dafür alle 10 Minuten nur. So, neuer Anschluss. Zack. Okay. War doch, ne? 50 Milliliter, ja. Gut, damit hätten wir das erste Ding fertig. Und dadurch, dass das ja halt nur drei Gerichte sind, wir schmeißen das mal hier in die Mitte. So. Genau, wir hatten jetzt den Hühnersalat. Jetzt machen wir den großen Salat. Okay, das sind auch wieder 4 Sachen. Dabei ist aber nur. Ja, das ist nicht so schwierig. Ist das nicht ungefähr dasselbe? Es ist fast genau dasselbe. Also theoretisch könnten wir das ja einfach nur kopieren. Und genau das machen wir jetzt auch. Ja. Oh.
Okay, Moment. Okay, wir brauchen einmal Toast. Brauchen wir davon irgendwas doppelt? Nee. Aber trotzdem können wir das auf 10 erhöhen, weil dann haben wir alles auf 10. Obwohl, nee, warte mal, das setzen wir auf 5. Das ist schon so okay. Ja. Genau, die muss einmal gebraten werden und das hier können wir eigentlich einmal löschen. Nein, achso, die können wir einmal anpassen, einmal auf 5. Warte mal, was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen Pilze, Salat und Möhre. Okay, dann ist das schon richtig. Salat ist auf 5 und jetzt Pilze. So eine Insider übrigens, falls ihr euch wundert, warum sage ich Pilze? Ja. So, dann machst du aber nicht den Hühnersalat, sondern einmal den großen Salat. Und was, wie sieht das denn hier aus mit Dressing? 100 Milliliter Dressing, ja, das ist eine dicke Menge, würde ich schon sagen. Okay, also da können wir jetzt doppelt überlegen. Also, entweder machen wir das so. Warte mal. Hä? Oh, das war gar nicht verbunden, okay. Entweder machen wir das so, dass wir noch einen Vorratstank und eine Pumpe dran machen. Oder wir machen das so, dass... Ja, ich glaube, ich setze da noch eine dran, weil wir könnten... Weil dann geht das schneller. Wir müssen halt nur wegen Stromverbrauch gucken. Ja, lassen wir das mal so. Gut. Ach, der Ezio. Na? Wie geht's? Ich will gerade ein bisschen Automa-Chef, so ein bisschen was Chilliges. Ach, du hast mir auch geantwortet. So. Solche Werbung ist immer blöde. Ja. Kauf ja auch die Kasse von einer Custom-Maschine auch einem Angebot. Ich weiß, ich finde das immer viel zu teuer. Obwohl, ich muss sagen, wir haben auch so eine Custom-Maschine, aber die habe ich schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Die habe ich mal geschenkt gekriegt. Und dort war halt auch mal so ein Kakao. Und das Coole war halt, wenn du so von draußen reinkommst und wirklich lange einkaufen warst, also auch gelaufen bist und so. Also früher bin ich auch gelaufen zum Einkaufen. Heute, also da bin ich auch selber zum Großteil eingekaufen gegangen. Heute mache ich das ja meist mit der Familie zusammen. Jedenfalls, da ist das schon cool gewesen, wenn man so nach Hause kommt, macht das Ding einfach an und macht sich so einen Kakao halt, ne? Weil ich trinke ja auch so keinen Kakao, ja? Einfach nur geil geschrieben und dann hast du gesagt, du zockst heute eventuell und ja, da bin ich. Okay, das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Ja, ich brauchte neue Videos, weil jetzt habe ich ja eine Woche weniger. Und ich brauchte neue Demos und sowas und ja. Und wo so eine Kapselmaschine cool ist, ist, wenn man mal so Besuch hat und der Besuch möchte Kaffee trinken. Also ich habe bis heute immer noch keinen Kaffee damit gemacht, beziehungsweise gekauft oder so. Aber wenn, dann wäre die Möglichkeit halt da. Das war so mal der Sinn, wenn man mal so Besuch hat und der Besuch sagt, oh, ich will jetzt Kaffee haben. Ja, dann, ne? Ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. So, wir müssen... Aber die müssen getoastet werden, ne? 2 Scheiben Toast, einmal Bacon. Okay, da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, weil ich würde das am liebsten so machen, dass wir von der Schnelligkeit her würde sich das halt mehr lohnen, wenn man irgendwie sowas macht. Warte, Bacon muss nicht geschnitten werden und Toast auch nicht, ne? Okay, dann... Ja, es ist jetzt nicht das Beste, aber es ist okay. Achso, warte mal, was muss mit den oberen passieren? Die müssen die geschnitten werden oder so?
Nee. Dann nehmen wir hier diesen Zerschneiderer. Genau. Und dann brauchen wir noch einen Grill. Genau. Also Toast, Toast, Bacon, Tomate und Salat. Toast. Toast. Bacon. Tomate. Und Salat. Okay. Trinke seitdem nur die heißen Kakao und da spare ich mir Milch und Kakaopulver. Trinkst du einmal am Tag zum Wachwerden etwas? Ja, das ist auch immer gut, ne? Meine zum Müllermilch Haselnuss. Uff. Hab ich schon mal mit Haselnuss welche getrunken? Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, das wäre eine Sache, die würde mir schmecken. Also ich trinke tatsächlich meist so, obwohl in letzter Zeit trinke ich gerne mit Schoko sowas. Aber meist trinke ich halt am liebsten schon so sowas wie, was richtig geil ist, ist so Kokossachen oder so Pistazie oder so. Oder Kiba. Kiba ist auch sehr, sehr geil. Esse ich auch mega gerne. Aber warte, wir brauchen zwei Soßen, ne? Ach nee, ich mach das nochmal komplett neu. Diese Sorte habe ich noch nicht probiert, nur Schoko. Nur Schoko? Also nur Schoko ist aber sehr wenig. Also gibt es ja mega viel. Also ich glaube, die normalen sind ja, also die kriegst du ja aber auch von anderen Marken so. Ich muss sogar teils sagen, ich finde sogar von anderen Marken die teils sogar, ja nicht besser, aber ich finde die so, wie soll ich sagen, so ein bisschen intensiver so vom Geschmack als. Kommt aber auf die Sache halt an. So, wir brauchen jetzt die drei Mixer. Ne, warte mal, brauchen wir einen Mixer? Ja, wir brauchen einen Mixer. So, dann gucken wir mal. Mayo und Chili-Soße. Mayo. Chili-Soße. Es war 25, 25, ne? Ja. Also das ist jedes Mal mega verwirrend. Dieses Hin und Her hier. Auch 25. Neuer Rohranschluss daran. Okay, und jetzt ist das eine scharfe Mayo oder? Ja, scharfe Mayo. Scharfe Mayo. Und du schließt dich jetzt daran an und du musst dann. Okay, 50 Milliliter pumpen, 5 Sekunden, neuer Rohranschluss. Okay. Ja. Damit hätten wir schon mal. Oh, warte noch nicht. Was war das jetzt hier? Der große Salat, ne? Sonst haben wir alles, glaube ich. Tatsache. Absolute Geheimtipp, ich trinke die Sorte gerade zum ersten Mal und ich finde die sehr geil. Okay, also wenn ich die mal sehe, nehme ich mir mal mit. Die von der Sorte sind nicht so süß, ist mir aufgefallen oder mein Geschmackssinn hat sich variiert. Also ich hole die auch meist nur, wenn wir im Angebot sind und eine Zeit habe ich die halt viel gekauft, weil da habe ich mit meinem kleinen Bruder die ganzen so Filme und so geguckt, aber das machen wir schon lange nicht mehr, das macht jetzt ein anderer Bruder. Ja, da war das eigentlich mal ganz lustig so. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Also wir brauchen auf jeden Fall Vorratsbehälter und ich würde die irgendwie so hinstellen. Muss ich kurz überlegen. Das in der Mitte ist, glaube ich, nur für das eine Ding. Nee, ich muss sowas machen wie. Ja, wie soll ich das erklären? Obwohl, wir machen das mal so. Weil dann könnten wir, wenn ich das richtig mache. Das ist eine Idee, ich habe eine Idee. Okay, alles gut. Wo haben wir das? Achso.
dachte gerade, hä, was sind das denn für Maschinen? So, genau, dann brauchen wir einen simplen Arm, ne? Ja. Hier brauchen wir einen, hier brauchen wir einen, hier brauchen wir einen, hier brauchen wir, hier, hier. Ja, das ist schon richtig eigentlich, genau. So. Warte mal, da können wir eigentlich Kosten sparen. Da müssen wir eigentlich gar keinen großen machen. Obwohl, ich weiß ja noch gar nicht, wie genau wir das machen sollen, aber... Ach, wir überlegen uns das noch. Genau, schnelles Fließband nehmen wir hier einmal. Zack, 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 zack. So. Genau. So, bedeutet, wenn... Also wir machen das so, das hier ist ja die Maschine, die kommt sowieso immer hier rein. Und zwar in das gesunde Familienmenü. Ich glaube, es war jedenfalls, ich hoffe, es ist das Richtige. Genau, weil wir haben ja, wenn dann nur einzeln den großen Salat oder das. Und das ist halt so, wenn einmal irgendeines dieser Menüs bestellt wird, dann wird halt einer dieser Arme aktiviert. Ihr werdet schon sehen, das wird schon irgendwie so. Wir müssen nur die Arme nochmal richtig drehen. So, der muss einmal nach rechts. Der muss einmal so. Der muss so. So. Ich habe schon ewig keine Müllermilch getrunken. Ich denke, die auch mit dem Angebot findet man öfter sich. Ja, die Angebote sind total oft. Also besonders hier, ich gehe auch immer zu so einem Laden. Und also jetzt, wo ich auch am Montag war, ich glaube, die hatten jetzt auch wieder welche im Angebot. Aber ich hatte jetzt keinen Durst danach. Und besonders mein Kühlschrank ist bis oben hin voll. Ich habe wirklich keinen Platz mehr im Kühlschrank. Und auch nicht mehr im Gefrierschrank. Ich wollte auch die Tage... Irgendwas habe ich gesehen, das wollte ich unbedingt mitnehmen. Und da dachte ich mir so, nee, das nimmst du nicht mit, weil das passt bei dir nicht mehr rein. Ich weiß nicht, was das war. Das Fisch oder so? Nee, keine Ahnung. So, jetzt muss ich mal gucken, ob wir heute den Wiederholer endlich mal hier vernünftig hinkriegen. Bestellleser. Was war nochmal mit dem erweiterten Bestellleser? Irgendwas war damit, ne? Konnte man da mehr Komponenten anschließen oder so? So, dann nehmen wir mal, ja, warte mal, dann nehmen wir erstmal das gesunde Familienmenü, dafür müssen wir ja nur das mittlere machen, ne? So, und damit machen wir dann, dass das alles einmal aktiviert wird. Ich habe übrigens was verkackt, fällt mir gerade ein, und zwar, weshalb ich noch gesagt habe, irgendwo war doch ein Salat, das war der Hühnersalat, ne? Genau, da brauchen wir zwei von den Dingern. Das ist hier der. Okay, das ist jetzt nicht so schön. Da brauchen wir zwei Salatblätter. Egal, machen wir das. Machen wir das anders. Schon alles in Ordnung. Genau, wenn das gesunde Familienmenü geholt wird, dann brauchen wir den Salat und zwar zweimal. Ah, stimmt, da war das mit, wenn größer oder kleiner ist, ne? Ja, okay. Dann löschen wir das wieder. Dann nehmen wir den normalen Bestellungsleser. Ach, ich liebe das. Dieses ganze Programmieren ist jedes Mal super. Aktion. Nee, du. Nein. Du musst dich zweimal ausführen. So. Gut, dann haben wir den ersten Spender. Der nächste Spender muss... Nein. Der muss einmal ausgeführt werden, die Möhre. Dann haben wir das hier, das rohe Huhn. Ja, was ich jetzt die Tage überlegt habe, war... also wenn Ezio gerade hier ist, ich wollte eigentlich ein Buch bestellen, weil ich jetzt wieder überlegt habe, wieder ein paar Star Wars Bücher zu lesen. Aber irgendwie war es dann doch... Also ich habe vorhin wollte ich das bestellen und dann hat doch mein, ich sag mal, meine Geldbörse gesagt, nee, lieber nicht. Jetzt bin ich halt gerade am gucken, ob ich das mache, aber auf andere Art. Vielleicht lese ich doch mal mein High Republic Buch zu Ende oder so. Ich guck mal.
bräuchte nach meinem Kühlschrank auch 2 Wochen nicht mehr einkaufen. Ja, nach meinem Kühlschrank, habe ich ja gesagt, habe ich, glaube ich, für 1,5 Monate gerade genug Essen. Deswegen, da würde ich auch nochmal gucken wollen. So, die Pumpe ist dann einmal ein. So, und den Rest, den schalten wir halt auch ein. Wenn eine Bestellung aussteht, dann sparen wir ein bisschen Strom. Theoretisch, und zwar ganz theoretisch, könnten wir das sogar so lassen. Erstmal. So, wir haben jetzt nur das hier gemacht. Aber wir haben ja überall so... ich würde hier einmal ganz kurz diese ganzen Maschinen einstellen. So, und zwar... habe ich übrigens was vergessen. Nee, der da braucht nichts. Okay, schon gut. Ist schon alles in Ordnung. Wir brauchen 4 von der... Miau! Genau, wir brauchen für jeden Arm ein Ding. So. Nein! So, Familienmenü. Familienmenü da ist, dann soll der hier einmal machen. So, und was war das hier unten? Das war das... Ist das das Sandwich? Ja, das ist das Sandwich. Oh, übrigens, sehe ich jetzt erst, muss Brot rauskommen. So, gut, dass ich das gesehen habe. Genau, wenn ein Sandwich ist, dann muss dieser Arm einmal führen. So. Ist überbricht? Ja, das ist richtig. Und da oben müsste das... Oder der große Salat sein. Wenn der bestellt wird, dann muss... Oh, das habe ich ein bisschen falsch gemacht. Okay. Dann soll der einmal ausgeführt werden. Und... Okay. Warte. Stellen wir den mal so hin. Und du... Familienmenü und so. Nee, jedenfalls mit dem Buch. Ich wollte auf jeden Fall mal wieder ein bisschen lesen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich muss mal unbedingt schauen, ob das bei mir nächsten Monat... weil ich möchte auf jeden Fall noch wegen den Lego-Sets gucken. So, ich möchte das mal ganz kurz ausprobieren. Wie das aussieht. Wegen dem Lego-Set will ich auf jeden Fall noch gucken und generell will ich halt noch gucken, dass die nächste Zeit sowieso... Aha, irgendwas stimmt da nicht. Weil das ja auch nicht der große Salat ist, sondern das ist das BLT. Was ist hier oben? Das ist der große Salat, oder nicht? Nee, das ist der... Was ist das da oben? Das ist doch der große Salat, oder nicht? Ha. Ach, guck mal, der braucht 7,5 Sekunden. Und die Dinger, die kommen aber raus immer wieder. Ja, okay, wir können es trotzdem mal starten. Naja, muss ich mal gucken. Aber lesen wäre mal wieder eine coole Sache. Das wollte ich einfach damit sagen. Der stellt aber auch nichts her, ne? Wieso stellt der nichts her? Bin ich gerade irgendwie doof? Ja, wenn da auch nichts drin ist, ist das auch kein Wunder. Da ist auch nichts drin! Ah, okay.
Nee, wäre aber auf jeden Fall mega entspannt. Deswegen mit den Hörbüchern wäre schon eine coole Sache gewesen und so. Naja, ich habe schon gehofft, dass ich irgendwie so eine Zahlung kriege, dass ich das halt... Ich gucke trotzdem nochmal. Aber ich habe schon so gehofft, dass ich so eine Zahlung kriege, dass ich das vielleicht ein bisschen später alles abgeben kann oder so. Okay, der untere Arm, der rastet da gerade komplett aus. Das könnte gleich anfangen zu... Irgendwas funktioniert hier überhaupt nicht. Wieso hat er den Hühnersalat nicht hergestellt? Ich weiß warum. Weil ich schon wieder keinen... Nein! Ja, die Geschwindigkeit ist überhaupt nicht gut. Das schreit sich da wieder die Lunge aus dem Hals, ne? So, jetzt muss das gehen. Ja, da unten, das mit der Geschwindigkeit reguliere ich noch. Ja, jetzt geht das. Ah, und guck mal. Ich habe mich schon gewundert, warum die Kiste die ganze Zeit leer ist. Der muss ja einmal ausführen, wenn eine Bestellung ansteht. Ja. Ja, wir müssten jetzt eigentlich nur noch sowas machen wie, das können wir halt auch machen. Also wenn, ja, wie soll ich das machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Obwohl wir könnten das auch separat machen. Habe ich die? Ach, da. Werden auch immer mehr, ne? Okay, genau. Wir setzen mal hier zwei Maschinen hin. Ja, ich bin überlegen, ob wir das hier reduzieren, weil das dauert doch ein bisschen länger mit dem Grill, als ich gehofft habe. Brauchen wir theoretisch auch ein bisschen Strom. So, was war das jetzt hier unten? Das BLT ist das. So, BLT, aber das ist auch, wenn das Menü einmal ist. Und zwar muss einmal ein Tomate, einmal ein Bacon, einmal ein und das Brot. Das muss zweimal. So, dann können wir hier noch, warte mal, habe ich das jetzt richtig eingestellt? Genau. Familienmenü und so. So, das bedeutet, dass Zerleger, das muss ein, wenn Bestellung aussteht, dann genauso wie das Ding, das muss ein, wenn die Bestellung aussteht, ein, wenn Bestellung aussteht. Den Rest können wir auch erstmal anlassen. Ist ja nur Reduktion und nicht komplett. So, damit hätten wir das da unten gelöst. Das wird wieder so ein Wirrwarr, ne? Und jetzt hier oben. So, dafür bräuchten wir... war das nicht hier irgendwie, dass das auch zweimal... Nee, das war alles, dass das nur einmal ist. Das war der große Salat. Rinder. Nee, das war einmal anmachen.
Ich bin auch gerade am Überlegen, was ich so für Filme noch gucken soll. Also ich bin gerade generell so ein bisschen überlegen, wie ich so, ich sag mal, meine Abende so verbringen soll. Also wie gesagt, ich gucke ja gerade. Also heute gucke ich Guardians of the Galaxy, weil, wie gesagt, das kommt als nächstes jetzt in meiner Marvel-Liste. Ich habe dafür ja heute auch die. Habe ich da unten überhaupt das BLT richtig gemacht? War doch das BLT, ne? Ja, genau, und hier oben ist der Salat. Dafür habe ich die erste Staffel heute von Agent of Shield durchgeguckt. Und ja. Einwimmbestellung aussteht. Das. Ein. Nein. Einwimmbestellung aussteht. Das lassen wir mal so. Irgendwas war hier unten, wo ich nicht so zufrieden war. Ach so, genau, ich wollte nochmal nachgucken. Genau. Also theoretisch müssten die alle einmal eingeschaltet sein, wenn entweder das eine bestellt wird oder wenn das andere bestellt wird. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Okay, wir brauchen nicht viel Energie. Jetzt, genau, jetzt dürfen eigentlich nur. Ja, genau, jetzt müssten alle drei aktiviert sein. Jetzt wurden alle drei aktiviert und das Menü ist draußen. So, jetzt müsste das BLT einmal einzeln und das BLT müsste nochmal für das Menü. Ich will nur einmal ganz kurz was nachschauen. Weil ich bin mit dem BLT sehr unzufrieden. Nee, es ist schon richtig. Bin halt nur verwirrt, warum das nur alle 5 Minuten da rausguckt. Ja, wir lassen das jetzt einfach durchlaufen. Wir lassen das einmal durchlaufen, gucken uns das mal an. Er scheint ganz gut zu laufen. Dadurch, dass wir auch kein System dahinter haben, was nach dem Prinzip läuft, die sammeln erstmal ganz viele Sachen an und wenn die was brauchen, dann nehmen die sich das halt. Das funktioniert halt, also das funktioniert, ist aber halt immer so eine blöde Sache. Priorisieren wäre vielleicht nur noch eine Sache, dass wenn das oben in der Schlange steht, dass das dann, ich weiß gar nicht, wo das war, aber dass das dann halt von einem anderen Arm genommen wird. Na, das sieht aber alles gut aus. Oh. Jetzt brauchen wir mehrere von den Menüs. Ist jetzt kritisch. Sieht alles gut aus. Das sieht alles super aus, kann ich nicht meckern. Nur die Energie ist halt. Und das verstehe ich gerade, um ehrlich zu sein, gar nicht, weil die Energie. Wir haben jetzt noch 10 Gerichte und die Energie ist schon längst drüber. Also man kann es noch vereinfachen, definitiv. Aber ich würde es halt so lassen, glaube ich. Besonders weil ich ja auch alles ausgeschaltet habe, wenn man es nicht benötigt. Und die maximale Menge an Zutaten ist auch noch überschritten. 52% der Effizienz. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Naja. Machen wir mal weiter. Ja, speichern einmal.